So, habe die Ehre zum Let's Play Ultimate Bruce Lee. Ja, das haben wir schon mal aufgenommen, und zwar für den Commodore 64. Und diesmal zocken wir das Remake. So, ab geht's. Und zwar ist das Remake grafisch um einiges schöner zum Anschauen. Und das Remake, das hat einige Sachen zum Freispielen. Also es gibt die Originalfassung von Commodore, dann ist das Remake dabei. Und noch ein paar so Dinger in andere Versionen, wo es man so freispielen kann. Ganz neu ist auch, dass der grüne Sumo-Ringer einen verfolgt. Das hat er im Original nicht gemacht. Oh, kann man da nicht rausgehen? Das ist auch neu. Gut, wir müssen, wie bekannt, die Laterne sammeln. Der Grüne, der haut gerne mit zu. Oh. So, weg da. Es geht abwärts. Und da ist die Grafik auch schön. Ganz schön zum Anschauen. Oh, hau bloß ab. Gut, man sieht, das Feuer darf man nicht eigentlich haben. Zumindest erkennt man jetzt, dass Feuer ist und dass das der Wasser ist. Bei der Grafik von Commodore ist ja das etwas primitiver dargestellt. Weil es aber eben auch ins Spiel ist. So, was macht ihr da drum? Können wir besser nicht gerne. Oh, da haben wir drauf. Gut, da ist wieder Jump'n'Run angesagt. Im Grunde ist es eine gar nicht schwer. Das verlangt bloß ein bisschen Geschicklichkeit ab. So, da oben. Wieder mal. Und die Laterne da oben brauchen wir, damit das Tor da aufgeht. Alle zwei. So, jetzt kommt eine Stelle, die etwas kniffliger ist. Da muss man schnell sein.
Aber es ist machbar. Vor allem, wenn man das Spiel schon oft gespielt hat. So, den richtigen Moment. So, die da unten noch. Und es geht wieder aufwärts. Und zwar zu den Herrschaften. So, der war da, oder wir? Wenn wir aufgehen, dann haut er uns nicht aufs Maul. Vielleicht kommen wir noch einen Overlooker. Ach, da kommt er schon. Oh, jetzt kommt er. Geh bloß weg. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und es geht ganz nach rechts. So, das kleine Hindernis müssen wir überwinden. Wo es kein Problem da steht. Wird es ein bisschen explosiver. Was habt ihr denn? So, jetzt sind wir bei den drei Toren. Die müssen wir nacheinander abklappern. Zuerst einmal da rein. Gut, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir wieder da und es geht ins zweite Tor. Oh, 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 oh. Oh, jetzt hat er uns umgebracht. Mit dem grünen Typen ist nicht zu spaßen, der haut gerne mit so. Der Ninja ist eigentlich hier Bedrohung drin. Gut, und jetzt kommen wir zur kniffligen Stelle. In die Punkte dürfen wir natürlich nicht kommen.
Die erledigen uns nämlich sofort. Es war am Commodore, war die Stelle schwieriger. Natürlich der Grüne hinter uns her. So, jetzt kriegt er mal seine Prügel. So, die zwei Dinger noch. Der nächste Abschnitt fordert wieder ein bisschen Geschicklichkeit. Jetzt. Wenn man schnell sei, sonst erledigt uns das Ding. Das war nicht gut. So, und jetzt müssen wir ganz um und uns dann nach unten fallen lassen. Und zwar noch die unteren Dinger. Jetzt am besten. Jetzt müssen wir wieder nach Omat. Das Ding vorbei. So, das ist der Bossfight. Kurz und schmerzlos. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Tja, und das war's schon mit dem kleinen Mini-Let's Play. Es gibt dann nur zur Auswahl Remakes, Original natürlich, dann die Tron-Version, eine Retro-Version und es gibt noch andere Sachen zum Freispielen, aber das mache ich nicht. Wer es noch spielen mag, da füge ich in der Beschreibung einfach den Link ein und dann kann es jeder mal ausprobieren. Und ich sage Servus.